Es ist 2015. Das ist Florian. Er landet gerade in Neuseeland, bereit für einen schönen durchgeplanten Wanderurlaub. Ein paar Urlaubsfotos, um seine Freunde und Familie zu beeindrucken. Und dann würde er wieder in den Alltag zurückkehren. Tja, nur irgendwie hatte das Schicksal dann doch andere Pläne. Aus seinem kleinen Wanderurlaub wurde ein zweijähriger Fußmarsch. Vom südlichsten bis zum nördlichsten Punkt Neuseelands. Von Mexiko bis nach Kanada und von Mittelamerika bis in die Antarktis. Durch spektakuläre Landschaften bis zur völligen Erschöpfung. Aufgepäppelt von liebevoller Gastfreundschaft und aufgewühlt durch eine Achterbahn der Gefühle, lief und lief und lief er Kilometer für Kilometer über Berge und durch Täler. Er hatte auf dieser Reise so einige Ziele und doch brachte ihn jeder Schritt dieser 8500 Kilometer vor allem an einen Ort, der nicht auf der Karte stand, zu ihm selbst. Seine Geschichte erzählt er mittlerweile auf vielen Bühnen und inspiriert dabei Menschen in allen Lebenssituationen. In seinem Vortrag nimmt er euch mit an den Anfang seiner Reise, durch Neuseeland. Dort, wo alles begann. Diese Reise hat alles auf den Kopf gestellt. Kommt mit mir nach Neuseeland, an den Ort, where the magic happens.